Ich stehe hier vor der russischen Botschaft. Und ja, war vorhin bei der Polizei. Bevor das Video beginnt, natürlich ganz wichtig, Six All in the Mix. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mal wieder ein weiteres Video vom Stress. Heute war ich um 10.30 Uhr bei der Polizei. Hab die Einladung wahrgenommen, ohne Anwalt und alles sowas. Ich hab kein Geld für einen Anwalt. Woher soll ich so einen Anwalt nehmen? Ne? Und ja, bevor das Video beginnt, Six All in the Mix, Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren. PayPal-Link ist unten. Falls ihr mich unterstützen wollt, ist alles willkommen. Egal was ihr mir schickt, bin ich immer sehr dankbar für. Wir kommen auf den Punkt. Ich fahre bei der Polizei, habe mich hingesetzt, ich erzähle euch mal alles von vorne, ja, so wie es war. Ich steige auf den E-Scooter, fahre Richtung Turmstraße. Von der Turmstraße hinaus, von der Turmstraße aus ins Abschnitt 52. Abschnitt 52, 28, weiß ich gar nicht mehr. Da war alles aufeinander. Auf jeden Fall sah es so aus, ich habe da geklingelt, ich habe gesagt, ich habe einen Termin, die haben gesagt, ja bitte, dann kommen Sie kurz rein, setzen Sie sich mal hin. Es kommt gleich jemand, der Sie abholt. Ich habe nichts dabei gedacht, dann mir, okay, alles klar, ich setze mich hin. Keine zwei Minuten später, ein paar Minuten waren es, ein, zwei Minuten später, kam eine Frau. Und dann kam auch schon die zweite dazu. Und genau, die Sachbearbeiterin oder die Polizistin, Kommissarin oder Polizisten waren Frauen. So, die Frauen haben mich in ein Zimmer geführt. War noch ziemlich jung. 26, 27 vielleicht. Also auf jeden Fall 10 Jahre jünger wie ich. Und erstmal dachte ich, was ist das denn hier? Ups. Ist das ein Jugendclub hier oder was ist das hier, die Polizei? Die Frauen waren sehr jugendlich, ja, also sehr, sehr jugendlich. Die eine war vielleicht 25 Maximum, ja. Also keiner war 30 bei ihnen, ja, in dem Moment. Ich glaube, die waren alle unter 30 in dem Moment. Haben mich hingeführt, haben mich hingesetzt und dann kamen natürlich die Ausfragen. Ich wurde sozusagen vernommen. Und jetzt kommt das Allerbeste gleich. Bevor ich das erkläre, machen wir weiter mit der Story. Ich habe mich hingesetzt, die Mann, ja, setzte sich hin, bla, und so. Sie hatten in den Computer eingetippt, so, jetzt kann es losgehen. Nochmal ihre Aussage, so, was ist passiert? Ich meinte, na, nicht viel, nur dass ich fast gestorben wäre und ich mich gewehrt habe. Ach so, ich sage, ja. Alles klar, hat sie gesagt. Dann schildern Sie mir bitte alles einzeln nochmal vor, wie Sie den Typen getroffen haben, was passiert ist. Ja, das habe ich dann nochmal gemacht. Euch brauche ich das nicht zu erzählen, weil das keinen Sinn ergeben würde, jetzt die ganze Story hier von dem Typen zu erzählen nochmal. Wer sich diese ganze Story anschauen möchte, kann sich zum vorherigen Video hindurchklicken nach diesem Video. Dann werde ich euch den Link auch mal in die Infobox packen, damit ihr seht, was das für ein Video war, was sich da ungefähr abgespielt hat. Ja. Und ja, wir kamen ins Gespräch, sie hat alles aufgeschrieben, die andere hat zugehört, wie so eine Art Zeugin. Waren zwei Frauen im Raum und ich allein als Mann. Kam mir vor wie so ein kleiner alter Schmuddelfilm. Gut, ich bin ein Mann, habe diese Gedanken gleich, aber ich habe nichts dabei gedacht. Alles gut. Waren ja eh keine 10 von 10 beide, aber darum ging es ja nicht, es geht ja um die Sache. Mach so ein bisschen Unterhaltung mit rein gerade. So, die haben mich vernommen, bla bla bla. Sie hat sich alles aufgeschrieben, ich habe alles unterschrieben. Aber davor, also kurz bevor ich gegangen bin, oder zwischendurch mit drin, hat sie dann gesagt, ja, da wird nicht viel passieren. Anzeige wahrscheinlich, oder Körperverletzung, oder leichte, milde Körperverletzung, oder eine schwere Körperverletzung, wird das sowieso nicht. Die werden wahrscheinlich abblocken. Die Staatsanwaltschaft hat da keinen Bock drauf, glaube ich. Und, da wird nicht viel passieren. Ich meine, ja, warum denn? Ach, die Fälle häufen sich und das ist schon nichts mehr Neues in Berlin, hat sie gesagt. Also auf dem Motto, sie hat das nicht direkt gesagt, aber so indirekt. Wir haben hier genug Kennex, die Scheiße bauen. So, weißt du, da bist du mit dem Typen, da ist nichts Besonderes. Und dann haut sie raus. Jetzt kommt das Allerbeste, pass auf, Moment. Der Typ hat doch nicht mal eine Anmeldeadresse. Der hat doch nicht mal ein Postfach. Hä?
Und warum zeigt die Polizei mich dann an, sage ich, was ist denn das für eine Scheiße? Habt ihr Langeweile, muss ich den Papierkram mitmachen? Da hat sie gesagt, sie haben nochmal die Möglichkeit, ihn anzuzeigen, Strafverfolgung, sozusagen auf ihn zu hetzen. Ich meine, der hat doch nicht mein Postfach. Was soll ich mit der Anzeige? Damit ich wieder zu ihnen renne wegen den Papieren? Ich habe gar keinen Bock auf die Papiere, Alter. Was hat der für ein Rechtsstaat? Der Typ will mich mit der Flasche erstechen, kommt irgendwo aus Tunesien, Algerien, was auch immer der ist, hat da nichts mit der Nationalität zu tun. Dann kommt er nach Deutschland, ist vielleicht ein paar Monate hier und hat nicht mal ein Postfach, Mann. Und lebt wahrscheinlich irgendwo in einem Flüchtlingscenter. Will man das? Ja, Unterkunft. Ja, für Leute, die gerade angekommen sind. So. Ich hab sie angeguckt und dachte, ey, will sie mich vereiern, Alter? Was soll ich denn damit der Anzeige? Da meinte ich zu denen, nee, dann nehme ich die Anzeige weg. Also ist mir dann egal. Sie meinte, ja gut, die Leute werden dann auch zur Rechenschaft gezogen, wenn sie dann nun gefunden werden. Ich sag, wenn das Fläschchen wendig wäre, so weißt du, hätte Fahrerkette. Was ist das für eine Kacke? Hauptsache Bürokratie, Hauptsache Anzeige. Ich meine, wissen Sie was? Daher, dass die Sache schon vorbei ist und der Typ wahrscheinlich nie wieder zu sehen wird, sein wird, geschweige davon, dass er irgendwo im Gericht auftaucht, hat sich die Sache auch für mich erledigt. Ja? Also, ich bin kein 31er und mache auch keine Anzeige mehr gegen ihn. Wenn er keine gegen mich stellt und, keine Ahnung, die Polizei, die uns beide aufgefangen hat und denen scheißegal war, wer schuld war, und ihr habt sogar die Aufnahmen, sie sagt, ja, die Aufnahmen habe ich gesehen. Ich sage, was haben Sie gesehen? Ja, da ist sie hinterhin mit der offenen Flasche herumgerannt. Ja, sehen Sie. Habe ich sie auch so geschildert. Aber das ist uns erstmal egal, weil das Gericht wird das erstmal drüber schauen, die Staatsanwaltschaft wird entscheiden. Ich sage, wissen Sie was? Lassen Sie den Scheiß stecken. Lassen Sie es stecken, das gibt keine Sau. Ja, wird sowieso wahrscheinlich mildern ausfallen. Ja, dann komm, dann brauche ich hier nicht rumzusitzen. So, das meine ich so. So komplette, pure Zeitverschwendung im deutschen Rechtssystem. Die müssen ja auch was tun, ist klar. Die wollen ja auch arbeiten gehen, klar. Die müssen ja was machen. Aber warum soll ich gegen jemanden eine Anzeige stellen, der unbekannt ist und der nicht mal ein Postfach besitzt? Was soll ich damit? Damit ich jeden Morgen um 9 dahin gehe mit dem Quatsch oder was? Kaffeekränzchen oder was? Brauche ich alles nicht. Ich habe auch selber zu tun, meine ich zu Ihnen. Naja, okay. Werden den straflich rechtlich weiterverfolgen. Ich sage, ja, wenn ihr ihn bekommt, vielleicht ist er schon irgendwo ganz anders. Ja, naja. Manchmal habe ich das Gefühl, die wissen gar nicht, was sie hier machen. Ja, also das System hier selber, die wissen gar nicht, was sie hier machen. Die wussten gar nicht, was sie tun, außer Papier ausfüllen und nicht unterschreiben soll. Ich meinte, lassen Sie die Anzeige stecken. Ich bin raus. Ich habe die Schnauze voll jetzt auf dem Motto. Haben die gesehen, dass ich gar keinen Bock habe auf Sie, dass ich gar keinen Bock habe auf das Polizeigebäude, auf diese Papiere, alle so im Müll. Ja, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, ich habe normalerweise auch nichts zu tun mit Negativität. Ja, geschweige mit der Polizei. Ja, der ist auch schon mal aufgefallen. Der hat mehrere Einträge. Sie sind da sowieso aus dem Schneider. Ich sag, ja, warum sitze ich denn alle immer noch hier? Ja, unterschreiben Sie ein bisschen, Sie können Sie auch gehen. Ich meine, ich werde hier gar nichts unterschreiben. Dann haben Sie gesagt, gut, lesen Sie sich mal vor, was ich gleich aufgeschrieben habe, was Sie mir gesagt haben. Und dann können Sie das unterschreiben. Alles klar, habe ich gesagt. Und wollen Sie noch eine Anzeige stellen? Nein. Wofür? Für wem? Gegen den Wind? Haben Sie verstanden? Alles klar, wir können Sie nicht zwingen. Ich meine, natürlich will ich mich nicht zwingen. Alles klar, ich bin so zack, 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 lalala. Und da war ich auch draußen. Ja? Also irgendwie ist ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Leute genau wissen, was hier los ist, aber ich glaube, das System hier in Deutschland weiß selber nicht, was es macht. Und die haben da einfach keine Ahnung so. Die haben einfach keine Ahnung. Zwei junge Frauen, die einfach nicht wussten, die einfach wie nennt man das? Von Tröten und Blasen keine Ahnung haben. Ja? Und ich bin aufgestanden, bin gegangen, die meinte mir einen schönen Tag noch, meinte ihnen auch. Die Dame hat mich aus der Tür begleitet, aus dem Gebäude heraus. Und ich dachte mir, ey, warum bin ich heute gekommen? Ich hätte auch zu Hause bleiben können. Für nichts. Also der Rechtsstaat ist wirklich, wo ich sagen kann, ja, im Prinzip hat die Polizei automatisch selber Anzeige gegen uns gegenseitig erstattet. Weder er hat eine Anzeige gemacht, noch ich. Da hat die Frau aber gesagt, ja, sie haben eine Anzeige vor Ort gestellt. Ich sage, ich? Ich habe eine Anzeige gestellt. Der wollte was von mir und nicht von ihm. Und ich wollte einfach nur, dass er verhaftet wird und dass er sozusagen bestraft wird oder eine Geldstrafe kriegt. Ja?
Bußgeld oder sonstiges. Aber ansonsten habe ich ja mit denen nicht viel zu tun. Ja, die Polizei muss das erstmal so machen, wegen gefährlicher Körperverletzung, dass sie beide erstmal gegenseitig anzeigen. Ich sage, was? Das war mir auch neu. Ja, dass sich Leute gegenseitig anzeigen, ohne es gewollt zu haben, und du musst dann nur unterschreiben. Ja, also, das System ist ein bisschen strange hier auf jeden Fall, von der Art und Weise, ja. Und du gehst zur Polizei und da passiert eh nichts. Der Typ wird sowieso freigelassen, sowieso am selben Tag. Nach ein paar Stunden durfte er wieder gehen, nach einer Stunde oder was. Und ja, ich bin einfach entsetzt so. Ja, die Politik ist sowieso ein Chaos, aber ja, die Polizei ist natürlich unter aller Sau. Der Typ rennt mit einer offenen Flasche hinter Leuten her, wird dann wieder rausgelassen. So, wenn jetzt jemand tot wäre, wäre er erst dann im Untersuchungshaft. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wenn ich tot wäre, wäre er dann erst festgenommen worden. Stark. Dann haben die gesagt, aber ihnen ist ja nichts passiert. Nee, ich sag, nee. Ja, dann. Ach so, na gut, dann. Kein Problem. Ist ja nichts passiert. Geil, Mann. Was für eine geile Justiz wir haben in Deutschland. Ist der Hammer. Ja. Das heißt, erst wenn der Typ dich mit dem Messer oder mit der Flasche irgendwie bekommt und dich ermordet, dann wird er sitzen. Oder abgeschoben. Wenn überhaupt. Der kriegt erstmal einen Prozess hier und darf so lange hier bleiben in Untersuchungshaft. Keine Ahnung. Und dann erst denken die vielleicht drüber nach, den Typ abzuschieben. Wow, ich bin begeistert. Ja, also das ist schon heftig, was ich heute da wieder gehört habe und wie die gesprochen haben, Alter. Also wirklich unter aller Sau. Also ich hatte auch gar keinen Bock auf die. Ich glaube, die Kommissarin hat das auch gemerkt, dass das sowieso alles nur Bullshit ist mit dem ganzen Papierkram. Der Typ wird verhaftet, wird wieder freigelassen nach ein paar Stunden. Das ist doch asozial. Das ist doch Blödsinn, Digga. Warum komme ich da hin? Er durfte heute länger schlafen, sozusagen. Und hat mich noch verarscht dabei. So, weißt du? Das meine ich so. Irgendwelche Schmarotzer, die dahergelaufen, Leute versuchen abzustechen, weil sie Langeweile haben, weil sie aus ihrem Leben nichts machen, weil sie nach Deutschland kommen und sich denken, ja, ich kriege einen Porsche oder was, oder das ganze Geld liegt irgendwo auf dem Bürgersteig, oder du kannst hier von den Bäumen die Gelder pflücken, oder irgendein Müll, ja. So, solche Gedanken haben sie, weil ihnen im Fernsehen irgendwas propagiert wird von der damaligen Bundeskanzlerin. So, nehmen die Leute die Einladung an und kommen dann näher. Nehmen den Tod in Kauf, schwimmen mehrere Kilometer übers Meer, und um dann hierher zu kommen und dann, um dann herauszufinden, dass sie hier einen Scheiß bekommen. Ja, Bürgergeld 500 Euro und vielleicht eine Wohnung, wenn sie Glück haben. Wenn nicht, dann übernachten die so wie der Typ, der eine Langeweile hat und der wahrscheinlich frustriert war. Ich bin ja auch gar nicht mehr sauer auf den. Der ist ja auch nur hergekommen, weil die vorherige Regierung das so wollte. Ja? Wenn man schön Werbung macht, dann kommen die Leute auch her. Ja? Und ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich höre mich gerade an wie so ein AfD-Anhänger, aber ich bin sauer. Ich bin sauer. Sowas macht man nicht und so benimmt man sich nicht, wenn man hierher kommt. Ganz einfach. Ich bin ein Deutscher mit einem Migrationshintergrund. Das war's meinerseits. Ja? Ich hatte gar keinen Bock auf die Polizei. Die waren alle so. Auf den angelehnt. Die hatten selbst gar keinen Bock darauf. Ja? Die eine hat mit sich selbst rumgespielt, so auf den Boden geschaut oder durch die Gegend geschaut, saß auf dem Stuhl. Dann die eine saß vom Schreibtisch, hab Dinge aufgeschrieben. Ja, ist halt ihr Job so. Ne? Ein weiterer Tag in der Polizeidirektion. So kam mir das vor. Ja, komm, wir lassen das Video. Das Ganze hat sich erledigt. Falls es doch noch mal was von der Staatsanwaltschaft kommen sollte, habe ich mich noch mal online erkundigt und noch ein paar Leute gefragt, wird das so um die 800 Euro Strafe sein. Aber höchstwahrscheinlich, und das ist schon sogar zu 80-85% so, dass sie das alles fallen lassen und dann nichts auf mich zukommen wird, weil der Typ sich sowieso nicht melden wird. Dann werden sie sagen, ja, das war's. Was wollen die dann noch sagen, wenn der Typ unerreichbar ist? So, wer will den Typen suchen hier draußen in Berlin, falls er überhaupt noch in Berlin ist? Ja, also heute habe ich euch die Rechtslage erklärt, was hier wirklich läuft. Also es ist unerhört. Das ist ja kaum zu fassen. Als sie gesagt hat, der Typ hat nicht mal eine Meldeadresse, der hat ja nicht mal ein Postfach, da war ich schon geschockt, Bro. Da habe ich habe fast gefragt, ja, was mache ich dann hier? Die haben trotzdem darauf plädiert, ja, trotzdem, Anzeige läuft ja, trotzdem melden, trotzdem herkommen, ist ja nicht verkehrt. Ich sag, wenn Sie so viel Zeit haben, dann gerne, machen Sie es doch, so auf dem Motto. Ich war auf jeden Fall angepisst, ich hatte echt jetzt nicht die Nerven, dahin zu gehen.
Und stellt euch mal vor, ihr habt dann so ein Gerichtsverfahren für irgendwas mit so einem Typen. Der Typ taucht dich mal auf oder der ist gar nicht aufzufinden. Und irgendwann sagen die einfach mal, ja, die Anzeige war gegen unbekannt und der Typ ist verschollen. Vielleicht ist er auch ausgezogen oder ist irgendwo in Frankreich, nach Frankreich weitergefahren. Keine Ahnung, wie auch immer. Lassen wir fallen. Und suchen ihn erst gar nicht. Wovor denn? Wie denn? Wo sollen die denn suchen? Ich kriege gerade Aggressionsanfälle. Das war's, Freunde. Ich bin draußen. Das war's mit dem Video. Jetzt könnt ihr mal sehen. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie das System hier so funktioniert. Der größte Müll. Ich bin draußen. Danke fürs Zugucken. Six All in the Mix. Ihr könnt mich trotzdem entlasten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir ein bisschen was schicken. Mein PayPal-Link ist unten in der Infobox. Und ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Daumen nach oben. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilt es überall rum. Ja, verbreitet dieses Video, damit die Leute auch sehen, wie das so ist. Ja, du musst erst dein Leben verlieren, um jemanden verurteilen zu können. So, und wenn er sich jetzt gemeldet hätte und auf mich mit dem Finger gezeigt hätte, dann wäre ich jetzt erstmal in Schwierigkeiten. Dann hätten sie ihm erstmal geglaubt, weil er so verletzt war von mir. Also, weil ich ihn ja so verletzt habe, meinerseits, weil ich mich gewehrt habe. Ja, klar habe ich ein paar Dinge gegeben. Das war mein gutes Recht. Ja, und ja, das war's mit dem Video, Freunde. Ich bin fassungslos. Was geht in diesem Land eigentlich noch ab? Ich kam 1993 hierher, da war ich 7 Jahre alt, vor 30 Jahren. Und das war mal ganz anders hier. Ich bin geschockt. Wenn ich geschockt bin, wie fühlen sich die Bio-Deutschen? Haut rein. Grüße aus Berlin-Mitte. Russische Botschaft mit den Ukrainern an der Seite. Peace.